Worauf müssen wir uns einstellen? An welchen Punkten können wir verdeutlichen, dass ein Politikwechsel möglich ist? Den gibt es nicht zum Nulltarif. Das Totschlagargument der bürgerlichen Parteien ist, es sei kein Geld da. Bei unseren Anträgen kommt reflexartig die Frage, wie wollen Sie das finanzieren? Wir sagen wie, aber Sie wollen es nicht hören. Hamburg ist das Eldorado der Millionäre, die darauf vertrauen, dass sie vom Finanzamt verschont werden. Das muss anders werden. Unsere beständige Forderung nach Steuergerechtigkeit wurde grundsätzlich von der GAL und der SPD unterstützt. Und die Sozialdemokraten in Gestalt von Wolfgang Rose laufen seit Jahren mit der Forderung nach zusätzlichen 200 Steuerfachangestellten durch die Stadt. Wir haben sie beim Wort genommen und einen Antrag für eine schrittweise Aufstockung von 150 Stellen in der Finanzbehörde beantragt. Ergebnis? Die SPD und die GAL stimmten geschlossen dagegen. Tenor? Das machen wir alle später in der rot-grünen Regierung. Wer es glaubt, wird selig, wer nicht auch. 150 Steuerprüfer bedeuten Mehreinnahmen von ca. 155 Millionen Euro. Geld, das wir dringend benötigen, um zum Beispiel soziale Projekte zu finanzieren, arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zum Abbau der prekären Beschäftigung durchzusetzen, Studien- und Kita-Gebühren abzuschaffen. Olaf Scholz verspricht, die Kita-Erhöhung zurückzunehmen und hat dafür ein biblisches Finanzierungskonzept. Er sagt, ich werde suchen und ich werde im Haushalt Geld finden. Genauso kryptisch sind die übrigen Wahlaussagen der SPD. Sie legen sich auf nichts fest, außer auf die Elbvertiefung. Das ist ein Kniefall vor der Handelskammer und die hat sich bereits bei ihm bedankt. Jedes Jahr zu Silvester werden den Politikerinnen und Politikern von der Kanzel der Handelskammer die Leviten gelesen. Am stärksten bekamen Christa Gösch und Ole von Beuys das zu spüren, als es eine Hassrede gegen längeres gemeinsames Lernen hagelte. Vor 10 Tagen, Silvester 2010, wurde ein Politiker ausdrücklich gelobt, Olaf Scholz. Und nun ratet mal, wofür. Richtig, richtig, für die Agenda 2010. Und er wurde ermahnt, ja, keine Korrekturen vorzunehmen. Wir können gar nicht oft genug daran erinnern, wer Olaf Scholz ist und welche politischen Grausamkeiten Rot-Grün verantwortlich durchgeführt haben. Zum Beispiel Deregulierung des Arbeitsmarktes, Rentenkürzungen, gigantische Steuergeschenke an Wohlhabende und Unternehmer, Privatisierungen und die Abschaffung des Solidarprinzips in den sozialen Sicherungssystemen. Doppelstrategie, damit kennt auch die GAL sich gut aus. Im Hamburger Rathaus machte sie gemeinsame Sache mit der Partei der Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke. Und vor dem Hamburger Rathaus stellten sie sich, bewaffnet mit grünen Schals und grünen Luftballons, als Speerspitze der Anti-Atom-Bewegung dar. Das glaubt keiner mehr, der Lack ist ab. Es ist sowieso verblüffend. Es ist sowieso verblüffend, wie schnell die Grünen eine 100-prozentige Kehrtwendung hinbekommen. Aus Kohle von Beust wurde Kohle mit Beust. Und jetzt erklärt. Und jetzt erklärt die GAL, die Forderung nach einer flächendeckenden Einführung der 6-jährigen Primarschule sei ein Fehler gewesen. Unfassbar. Ich werde mich weiterhin für eine Schule für alle einsetzen. Ich bin fest überzeugt davon. Es führt kein Weg am gemeinsamen längeren Lernen vorbei. In Deutschland nicht und auch nicht in Hamburg. Die GAL will sich jetzt intensiv um die Hochschulpolitik kümmern. Das fällt ihr aber ziemlich spät ein. Die ganze Zeit haben sie sich wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Die Schnapsidee der CDU-Senatorin Gundelach, die Uni in den Hafen zu verlagern, haben sie geduldig über sich ergehen lassen. Kein kritisches Wort in keiner einzigen Sitzung. Stattdessen haben sie unsere Forderung nach Redemokratisierung der Hochschulen entschieden widersprochen. Das Bachelor-Master-System wurde von uns immer wieder kritisiert. Die GAL machte daraus, die Linke ist europafeindlich. Ich werde mich, wie gestern beschlossen, für die Abschaffung des Bachelor-Master-Systems einsetzen.
Die Universität ist dramatisch unterfinanziert. Hamburg liegt mit seinen Bildungsausgaben gemessen am BIP, am Bruttoinlandsprodukt, an 16. Stelle von 16 Bundesländern. Dennoch hat die GAL mit der CDU eine Kürzung der Mittel beschlossen. Jetzt, befreit von den Fesseln der schwarz-grünen Koalition, kann sie sich in ihrem Wahlprogramm noch nicht einmal dazu durchringen, die Studiengebühren unbedingt und schnell abschaffen zu wollen. Und so eine Partei sieht in der Hochschulpolitik ihre neue Kernkompetenz. Das nimmt ihnen keiner ab. Egal, ob es nach dem 20. Februar Rot-Grün oder eine große Koalition gibt, in der Bürgerschaft muss eine starke Opposition einziehen. Hamburg braucht eine starke Linke. Dafür will ich mich einsetzen. Deswegen kandidiere ich wieder auf Platz 1 und ich bitte um euer Votum.